Hallo zusammen, ich hier ist wieder Hotelar und Töchter für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir uns hier in der ersten Zone von Dragonflight erspielen können. Und zwar bin ich einmal auf der Küste des Erwachens auf den Koordinaten 32, 52 hier bei der Obsidian-Zitadelle. Dort gibt es einen NPC und zwar steht da hinter mir, das ist einmal Iggy's. Und die nimmt ein paar Schlüssel an. Und diese Schlüssel kriegen wir, indem wir verschiedene Fragmente zusammensetzen. Einmal Schlüsselfragment und dann haben wir noch hier ein anderes. Da oben haben wir Schlüsselform. Wenn wir die zusammensetzen, kriegen wir einen Schlüssel. Und das ist einmal dieser Schlüssel. Hier restaurierte Obsidian-Schlüssel. Die könnt ihr so oft farmen, wie ihr wollt. Dafür müsst ihr einfach nur hier in der Zitadelle Elite-Mobs umhauen. Ich kann empfehlen, hier gibt es einen Eingang, etwa bei den Koordinaten 27, 60. Das geht dann in den Keller runter. Da sind ein paar Gänge und dort sind relativ viele Gegner. Da macht man einfach eine Gruppe auf oder joint wo rein, Obsidian-Key-Farm. Und dann kann man diese Dinger hier ordentlich farmen. Wenn ihr ein paar Schlüssel zusammen habt, dann geht ihr zu der Drachendame hier und gebt die einmal ab. Und zwar, wenn ihr die abgebt, kriegt ihr einen Obsidian, was haben wir, Obsidian-Schatz. Und aus diesem Obsidian-Schatz kann dann wiederum eine andere Kiste rauskommen. Und diese andere Kiste, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie die heißt Zwielichtschatz. Und das besteht etwa, ja, 33%ige Chance, dass der Zwielichtschatz rauskommt. Und aus dem Zwielichtschatz wiederum kann dann dieses schicke Toy, was ich hier unten mir bereits geholt habe, einmal procken, und zwar Umhang der vielen Gesichter. Aus dem Zwielichtschatz kommt unter anderem auch das Item raus für Schneckenmount, wo ich ja auch schon ein Video zu gemacht hatte. Also das hier abzugeben ist eine gute Sache. Ihr solltet aber wissen, wenn ihr es bei ihr hier abgibt, kriegt ihr keinen Ruf für die beiden Hauptruffraktionen, also für Raphion und wie heißt der andere? Das muss ich nochmal kurz nachschauen. Sebalian, genau. Also für die kriegt er keinen Ruf, aber ihr könnt halt hier das Schneckenmount holen und auch dieses Toy. Und wahrscheinlich noch mehr Items, die ich bis jetzt noch nicht rausgefunden habe. Gut, wir gucken uns das Ding einmal an. Umhang der vielen Gesichter. Die Rückseite dieses Umhangs wird von Gesichtern geziert, deren Erscheinung sich eurem Blick wieder entziehen, sobald ihr sie bemerkt. Okay, hat 30 Minuten Abziehzeit. Keine Ahnung, was das macht. Wir werden es uns jetzt einfach mal angucken. Wo haben wir es einmal? Sammlungen. Und dann haben wir das Ding dort. Jetzt machen wir das mal hier alles zu. Schauen wir mal, ob das einen coolen Effekt hat. Ihr seid der Gruppenanführer. Aus der Gruppe raus. Ihr seid in keiner Gruppe. Interesting. Ich lade mal meinen Twink ein. Anscheinend hat das irgendwas mit einer Gruppe zu tun. Ich habe keine Ahnung, was das genau jetzt ist. Testen wir mal. Also ich bin der Gruppenanführer. Ich muss in der Gruppe sein und darf anscheinend nicht der Anführer sein. Ungültiges Ziel. Gültiges Ziel. Schauen wir mal. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich habe meinen Twink da hinten irgendwo abgestellt, bei dem Basislager. Da flattern wir jetzt einfach mal hin und gucken mal an, was das ist. Also das Ding ist, ich bin jetzt nicht gut vorbereitet in derlei Hinsicht. Ich dachte einfach, dass das ein Toy ist, das ich halt einsetzen kann, wo wir uns dann angucken können. Aber anscheinend muss ich da irgendwas mit der Gruppe machen. Ich vermute jetzt mal, dass ich eine anderen Person aus der Gruppe damit anvisieren muss. Das werden wir jetzt einfach mal testen und dann flattern wir jetzt einfach mal rüber. Ich hoffe, mein Elan reicht da jetzt noch. So, mein Hexer steht da unten irgendwo rum. So, da Leute, jetzt visieren wir den mal an und gucken mal, ob wir da dann was machen können. Ah, ich kann einfach das Aussehen von dem anderen Char annehmen. Und das für 15 Minuten. Ah, okay, jetzt sehe ich genauso aus wie mein Hexenmeister. Ja gut, bloß das Einzige, was nicht der Fall ist, ist die Waffe, ne? Die haben wir nicht kopiert. Gut, mein Hexer hat jetzt nichts T-Mockt oder irgendwas, der sieht jetzt nicht sonderlich toll aus. Ist aber auch egal. Jetzt wissen wir zumindest, was das Toy macht. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum das mit dem Gruppenanführer nicht ganz funktioniert, aber okay, gut. Nettes kleines Toy, sprich, wenn ihr wie irgendwer anders aus eurer Gruppe oder Raid aussehen möchtet, dann ist das das Toy, was ihr holen solltet. Und ja, damit sind wir dann auch am Ende von dem kleinen Video. Ich weiß übrigens nicht, wie viel Prozent dann wiederum die Dropchance in dem Zwielichtschatz heißt, also den man quasi dann rausbekommt. Kann ich euch leider nicht sagen, auf WoW Head steht aktuell noch nichts. Ich habe ein paar Kisten da aufgemacht wegen dem Schneckenmount und habe das nebenbei rausbekommen. Also kann sein, dass ihr ein paar mehr Schlüssel farmen müsst. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.